Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ich bin heute mal aus ganz, ganz aktuellen Anlass auf mein Tablet. Das sieht ihr immer an den Seiten, rechts und links. Das ist leider bei Android so. Und wir haben Ligaende und sprechen mal so ein bisschen Klartext. Also ich glaube, es gibt immer auf meinem Kanal so ein paar Sachen, die man nicht glaubt oder nicht glauben will. Und deswegen will ich das heute mal kurz mal klarstellen, aber ganz, ganz kurz und knapp einmal in unsere Liga rein. Und wir haben unsere Liga gehalten. Das ist absolut in Ordnung für uns hier, denn wir haben uns um 2 Plätze gesteigert. Wir waren in der letzten Liga noch 5. und sind dieses Mal super, super 3. geworden. Ihr seht, 303 Medaillen habe ich auch hier geholt mit den Siegen und mit den Sternen. Das ist absolut in Ordnung. Und ihr seht, wie knapp es auch ist zwischen dem 2. und dem 3. Also 258 zu 253 Sterne. Da fehlt nicht mehr viel. Ich hoffe, dass wir das in der nächsten Saison irgendwie reißen. Aber die beiden Clans, die jetzt da oben sind, gegen die haben wir auch verloren. Das habt ihr im Laufe der Woche gesehen. Waren auch wirklich, wirklich gut. Und das Coole war eigentlich, dass sie gegeneinander noch am Ende battlen mussten. Und selber, ich glaube, der 2. hat aber auch gegen den 1. verloren mit 31-28. Also schon recht, was heißt deutlich, will ich nicht sagen. Aber die haben mindestens mal wieder 1, 2, 3er reingefahren. Aber wir haben das wirklich super gemacht hier. Der Gegner hat halt ein Fehl auf die Nummer 15 hingelegt. Somit brauchten wir mal wieder nur diese 2 Sterne machen. Und ist uns aber an der Stelle ganz gut gelungen. Und ich habe hier auch kurz, ihr seht das, ich habe hier kurz vor Schluss angegriffen, weil ich natürlich das ganze Ergebnis hier so ein bisschen für euch festhalten wollte. Ich habe also gesagt, Leute, kein CK starten bitte, bevor ich nicht wenigstens einen Screenshot gemacht habe. Und dann sind die aber auch ganz, ganz nett hier. Also Taktik war, erstmal 3 Loons hier auf die Kanone, um jetzt den Funnel zu schaffen. Queen Walk danach. Ich glaube, ich habe meine Queen vergessen. Das sehe ich. Ich sehe den Angriff jetzt eigentlich auch das erste Mal hier im Nachgang. Und ich habe aber meinen Slammer falsch gesetzt. Also entgegen unseres Planers. Ganz so schlimm war es nicht. Der Slammer hätte eigentlich jetzt auf den Magierturm hier gehört. Den ich jetzt gerade mal, ja, da seht ihr das, den ich gerade mal markiere. Und der Funnel sollte dann hier hinten weitergehen mit dem King. An der Stelle, so dass ich gleich so ein bisschen meine Drachen hier rein spammen kann, beziehungsweise meine Elektrodrachen mit den Loons. Und bis hierhin noch alles ganz cool. Jetzt schicke ich natürlich meinen Slammer voraus und wenn der voraus ist, so viel schafft er dann doch nicht. Aber ich will jetzt gerade mal sehen, ob ich die Queen noch gezündet habe oder ob ich sie tatsächlich vergessen habe. Mal eben schauen. Oh ne, da kriegt die ziemlich viel Beschuss. Aber ich habe sie immer noch nicht gezündet und ich habe sie vergessen. Okay, ich habe sie vergessen. Okay, ich habe die vergessen und dann geht das hier jetzt gegen den Feger. Ich habe das die Tage bei einem anderen Clan gesehen. Seid euch nicht zu schön, um einen, oder zu doch zu schön, um einen Feger zu frosten. Ihr habt das gerade bei mir gesehen. Ich habe den Feger gefrostet, weil der mir hier bei diesem Angriff natürlich am meisten auf den Senkel geht, indem er meine Truppen immer wieder so ein bisschen zurückschubst. Und deswegen bin ich mir da nicht zu fein, so heißt es ja eigentlich, auch mal einen Feger zu frosten, denn der ist unheimlich nervig bei solchen Angriffen. Und da die jetzt sehr, sehr zentral hier in der Mitte standen, musste ich da irgendwas dagegen tun. Aber ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Hier mit Elektrodrachen-Loons kann man so ein bisschen was reißen, mit einem guten Funneling oder so. Und Planung ist mal wieder aufgegangen. Hier auch prozentual war ich dann schon so weit, dass wir, glaube ich, sogar noch einen Dreier hätten am Ende kassieren können. Beim 30-30 wären wir prozentual trotzdem weiter gewesen, denn bei 15 CKB ist es hier, soweit ich mich erinnern kann, sind es 6,66 oder 6,69%, die man für eine 3-gesternte Base hier bekommt. Und das hätte der Gegner auch mit einem 3-Sterner nicht mehr aufgeholt. Also schönes Ding hier. Glückwunsch an die Soßen. Und wir sind jetzt, glaube ich, auch mittlerweile alle wieder da. Ich glaube, alle Ratten haben das sinkende Schiff wieder gefunden. Und jetzt mal kurz zum Klartext. Ich sehe immer wieder, kann ich in deinen Clan, in den Kommentaren vor allen Dingen. Dies hier ist nicht mein Clan. Dies ist nicht mein Clan. Ich bin hier Dauergast. Und deswegen sage ich ja auch immer, bewerbt euch. Bewerbt euch, wir haben hier ganz klare Aufnahmekriterien. Wir suchen Rathaus 11 mit Heldenkombi 35 nach wie vor. Denn wir haben unheimlich viele 12er jetzt bei uns im Clan. Und ich glaube, mit meinem Schief muss ich ja auch demnächst ganz, ganz raus. Weil 9er passen hier schon gar nicht mehr so richtig ins Konzept rein.
Und deswegen würde ich aber sagen, springen wir auch kurz mal auf die anderen RHs, denn dort habe ich auch noch ein bisschen was mit euch zu klären. Und um diesen Account hier geht es eigentlich, denn ich habe eure Kommentare, ihr bekommt das glaube ich mit, dass ich immer ein ganz, ganz fleißiger Kommentarschreiber und auch im Discord immer ein ganz fleißiger Chatter bin oder auch ein Quatscher. Und einige Kommentare waren dann so nach dem Motto, ja, ja, ist klar, wie er hier erzählt, er ist Free-to-Play, hat aber 11.000 Gems. Natürlich habe ich hier 11.000 Gems, denn wenn ihr überlegt, dass ihr einen Charakter habt, der wirklich schon lange existiert, also der wirklich endlos lange auf Rathaus 9 war und noch viel, viel länger auf Rathaus 8, ihr lasst mich ja im Hintergrund so ein bisschen farmen, der noch viel, viel länger dann auf Rathaus 10 war, der hier Errungenschaften gemacht hat, in den Clan-Spielen immer die Gems genommen hat und der nie etwas ausgegeben hat. Das kommt ja noch dazu. Ich habe einfach nichts ausgegeben oder so gut wie nichts ausgegeben. Vielleicht mal eine Trainingspulle oder so. Aber das ist dann auch gewesen. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass natürlich so ein Account hier die ganze Zeit Gems sammelt und einfach nur Gems dazu bekommt. Es ist so, ich habe ja auch so ein paar Zuschriften immerhin gehabt, die auch geschrieben haben, ja, das stimmt, wenn man hier Free-to-Play spielt und immer nur sammelt, ganz, ganz sparsam ist. Und der Account hier, der ist ganz, ganz sparsam gespielt und ich war endlos lange Rathaus 9 und Rathaus 10. Da müsst ihr tief in meiner Playlist hier googeln, um das nochmal rauszubekommen. Mein King ist da jetzt zwar gerade gestorben, aber das ist nicht so schlimm. Ich will hier in jedem Fall den Adler haben. Das, was ich jetzt gerade mal nicht bekommen habe, ist irgendwie die Clanburg. Mal sehen. Oh, meine Mauerbrecher da hinten. Tschüss. Tschüssikowski. Ja, keine Mauer mehr aufgemacht. Ist aber nicht so schlimm. Das macht jetzt die Queen hier gleich sicherlich. Ja, die ist schon dabei. Und mal sehen, ob wir nicht noch den Adler hier kriegen. Ich würde natürlich ganz gerne, ich gucke jetzt mal, was ich in der Clanburg habe. Meint ihr, wir können die 7 Riesen hier hinten mal einfach so in das Loch schicken? Ja, da können wir die einfach mal so reinballern. Okay, da können wir die einfach mal so reinballern. Hier nehmen wir nochmal einen Wut drauf. Und dann gehen wir von dieser Seite hier, denke ich mal, mit den Minern vor. Die Riesen haben ja jetzt ihr Futter weg. Ich habe jetzt nicht wieder meine Queen vergessen, oder? So, den Warden vergesse ich auch mal nicht. Und dann geht das hier fröhlich in diese Base hier rein. Also der Account hier hat wirklich, wirklich, das kann ich euch schwören, ich habe nur mit meinem Hauptaccount, also was heißt Hauptaccount, mit dem Thorsten mal hier so ein bisschen Bargeld eingeworfen, aber mit diesen Accounts hier, mit den anderen, wir springen gleich ja noch auf einen, der sowieso ganz, ganz weit weg ist, habe ich wirklich, wirklich nichts ausgegeben. Also nicht einen einzigen Gem hier investiert, also kein Fünfer für irgendeinen Bauarbeiter oder für irgendein Paket oder was auch immer. Die sind komplett hochgespielt und deswegen hat man so viel Gems vor allen Dingen. Oder war die Zeit um? Okay. Na, egal. Wir haben aber gewonnen und deswegen habe ich hier jetzt auch schon wieder, ich weiß nicht, ich verlinke euch die Folge nochmal oben, wo ich hier unendlich viele Medaillen und Gems ausgebe und jetzt auch schon wieder so viel Gems habe. Aber jetzt schaut mal selber rein. Ich habe jetzt gerade 2 Bauarbeiter frei und kann hier jetzt schon wieder so ein bisschen was abbauen. Mal sehen, was das an Gems gibt. Hier unten gibt es noch so einen Pilz. Und wenn man das jeden Tag macht, wirklich jeden Tag macht, ich mache mit diesem Account hier nicht so super viel im Moment. Ja, weil ich damit farme. Aber wenn ihr das jeden Tag hier macht, dann bekommt ihr 3 Gems da. Hier oben gab es jetzt, glaube ich, keine Gems. Da gab es nur ein paar EP, Experience Points. Aber auch hier im Nachtdorf. Ich gehe hier rein, ihr seht das, da gab es gerade ein paar Gems. Hier gibt es was abzubauen. Und so läppert sich das auf die Zeit. Ehrlich, wenn ihr das jeden Tag macht und oftmals auf die anderen Accounts, dort logge ich nur ein, da mache ich einen CK-Angriff und vielleicht ein bisschen Event. Und dann ist das auch gewesen. Und ihr seht auch hier auf dem Tablet, wie viel ich eigentlich noch offen habe, was ich abbauen kann. Ich kann ja noch jeden Busch abbauen, ich kann auch jeden Baum abbauen. Aber diese beiden Sachen, die baue ich eigentlich jeden Tag hier ab, denn die genau diese beiden Sachen spawnen jeden Tag einmal und geben halt ein paar Gems oder sie geben halt nur EP. Und der hier gibt jetzt leider nur EP, ist aber nicht so schlimm. Wir haben trotzdem jetzt schon wieder 10.900 und ich war hier nicht im Shop, kein Town Hall 11 Pack oder hier Gem Packs oder was auch immer. Das ist nicht so. Also allen Kritikern zum Zweifel hier,
die mir das nicht glauben. Es ist wirklich so, ich habe diese ganzen Accounts, auch von meinen Jungs, alle komplett Free-to-Play gespielt. Und die sind ja noch viel, viel weiter weg, als ich es hier bin. Aber auch noch mal kurz hier in den Liga-Check rein. Wir sind hier beim Clan Herausforderer. Ich blende euch oben kurz mal einen Screenshot ein. Sind wir hier Zweiter geworden? Ne, wir sind Erster geworden. Warlock einmal hier in das Classic. Ne, wir sind in der Warliga und wir sind einen Platz aufgestiegen. Super, super gemacht, Leute. Absolute Casual-Truppe hier. Und wir haben richtig, richtig krass abgerockt. Ihr seht das ja im Screenshot, mit wie viel Prozenten und mit wie viel Sternen wir vorne waren. Die nächsten Ligen werden sicherlich etwas härter, aber die nächsten Medaillen, und ihr seht das hier, ich bin komplett mit Supercell-ID verbunden, deswegen mache ich die Aufnahme heute auch am Tablet, denn ich habe mittlerweile alle aktiven Accounts, so muss ich das sagen, aktive Accounts hier auf dem Tablet und kann ganz, ganz flexibel jetzt zwischen den Accounts wechseln. Also springen wir jetzt mal auf den, der hier die meisten Medaillen hat. So, und da lädt der Donnerbengel schon. Da lädt der Donnerbengel schon durch und ihr seht das hier, das ist ja ein Max Rathaus 9. Und wie lange bin ich mit diesem schon Rathaus 9? Der hat jetzt 13.581 Gems hier und kann einfach wieder einsammeln. Ich kann einfach mal wieder einsammeln, denn so einmal oder zweimal die Woche mache ich denn meine Base hier oder befreie ich meine Base von so ein bisschen Unrat. So kleiner Pfleger bin ich auch, also die ganzen Event-Trees oder Weihnachtsbäume, irgendwelche Hüte und was auch immer, die lasse ich hier immer stehen. Aber ihr seht das auch gerade, 7 Gems schon wieder dabei bekommen und ein paar EP dazu bekommen. Im Moment habe ich hier keine Box stehen, aber ich glaube, ich kann hier im Nachtdorf, noch was sammeln. Die typischen Gegenstände habe ich schon abgeholt. Ne, hier haben wir noch ein Gem, also dann sind es jetzt schon 8. Und so läppert sich das, Leute. Es ist wirklich so, weil ich hier nichts ausgebe. Ich gebe hier nichts für einen Boost aus. Ich gebe hier nichts für mal, ja, ta tatsächlich. Oh, hier haben wir noch einen. Tatsächlich gemme ich ab und zu mal eine Minute einen Helden vor, weil wenn ich dann irgendwie weg will, aber noch schnell einen Angriff machen will, dann mache ich das hier auch. Dann gemme ich auch mal oder gebe ich mal ein paar Gems aus. Das gab jetzt nur ein paar EP, aber so ist das hier gerade bei meinen Rathaus 9ern und beim Alex sieht das nicht anders aus. Also das ist hier der Basti, dessen Account ich übernommen habe. Es findet hier auch kein Account-Sharing statt. Das ist ja auch gerade in aller Munde. Denn diese Accounts, die habe ich von meinen Kindern ja irgendwann tatsächlich übernommen. Wir haben sie nicht zusammengespielt, übernommen. Sie kennen diese Accounts nicht mehr, haben diese Accounts nicht mehr und deswegen sind das einfach meine. Sie kommen auch nicht mehr drauf, um hier irgendwas zu machen. Da ich schon etliche Mal das Kennwort gewechselt habe und mittlerweile ja auch per Supercell-ID hier verbunden bin. Und deswegen gucken wir mal beim Alex, wie das da aussieht. Ligamäßig hier, ihr seht das, ich war im Clan Kingdom. Wir haben die Liga, ich glaube, wir haben die Liga gehalten. Haben wir die? Ah ne, der letzte. Ah doch, der letzte ist eigentlich zu Ende. Aber wir haben die Liga hier leider nur gehalten. Wir haben aber trotzdem relativ viel an Gems bekommen. Und mit diesem Account und auch mit dem Avatar, den ich euch eben gezeigt habe. Hier ist noch nicht ganz alles verteilt, glaube ich. Den nehmen wir nochmal an hier. Aber ich selber gehe hier jetzt raus, denn ich gehe jetzt in den Clan Disabled wieder zurück. Muss ich mal eben schauen, dass ich da auch wieder reinkomme. The Disabled. View Clan. Join. I'll be back. Back from. Was auch immer, es war nicht so doll in der Liga, war aber nicht so schlimm. Denn wir machen jetzt erstmal wieder ein bisschen ganz, ganz normale CKs hier mit dem Rathaus 9er. Zack, da haben sie mich schon angenommen. Und mal sehen, wie die sich hier geschlagen haben. Oh, die sind schon wieder voll in der Suche. Oh Mist, bin ich nicht dabei. Shit, muss ich mal einen aussetzen. Okay, macht aber nichts. Und die haben hier ihren Platz erstmal gehalten. Hatten auch eine bockschwere Liga. Dann machen wir gerade mal einen Jump auf den Alex. Hier sind wir auf meinem zweiten Maxed Out Rathaus 9, also auf dem Alex 360. Der hat jetzt in der Liga nichts gemacht, aber dadurch, dass er ja gemeldet war hier bei den Herausforderern, hat er auch ein paar Marken bekommen und ja, 383 hat er für die 7 Siege hier, hat er seine Marken bekommen. Und ihr seht das, ich bin gerade mit dem Avatar auch raus, also ich bereite mich jetzt endlich auf die Folgen bei euch vor, denn mit der Avatar hier, der Rathaus
Elf-Account, den haben wir ja eben gesehen. Der geht jetzt auf die Reise. Ihr müsst also einen, ja, anstrebenden Elfer ertragen bei euch in den Clans. Ich werde natürlich ein bisschen Heldenlevel nebenbei und werde ein bisschen was machen. Aber das Motto ist ja ich bei euch. Und deswegen könnt ihr gerne in einige Kommentare wieder etwas reinschreiben. Ich werde das Ganze, glaube ich, aber dann wieder so random machen, wo ich bei euch die Clankriege festhalte, ein bisschen, na, ein kleines bisschen Werbung mache für euren Clan hier. Und auch der Alex hier ist pickepacke voll und bekommt eigentlich nur immer Gems dazu. Ich meine, ihr seht das jetzt hier. Ich baue die Dinger einfach nur ab. Ich will nur den ganzen Kritikern hier entgegensetzen, die sagen, ist klar, der Toto, der erzählt uns einen hier von Free-to-Play und hat hier 14.000 Gems. Ist leider so. Es ist leider so. Auch hier können wir einmal ins Nachtdorf springen. Da haben wir da ein Gem. Da haben wir hier schon wieder volle Minen und Sammler. Und wir können wieder ganz fröhlich hier unser Ding hier absammeln. Das, was ich immer mache, ich mache mit diesen Accounts halt sehr, sehr wenig, aber die Gems, die lasse ich mir hier nicht entgehen. Also wenn es hier Gems irgendwo zu gewinnen gibt, ihr seht 25 dazu, dann nehme ich die mit. Und das solltet ihr auch alle tun und einfach mal vielleicht ein bisschen geiziger sein. Also auch hier 13.309. Mal sehen, was jetzt noch reinkommt. So läuft das hier. Aber ich will mit diesem hier auch noch angreifen. Und genauso sieht das mit dem anderen aus. Mit dem Chef, mit dem Chief, mit dem Chefkoch, mit dem Toto. Dort mache ich halt etwas, aber ich mache es halt so piano, dass ich diese Gems eigentlich nie brauche. Und deswegen habe ich auch relativ viel. Gehen wir hier mal kurz auf die Suche. Denn ich nehme sogar immer noch gerne die Mehrgems mit hier. Das heißt also die es in den Events gibt. Und auch das war gestern eine Frage. Ja, du kannst ja deine Dinger da stacken. Nein, sie stacken nicht mehr. Also wenn ich jetzt dieses Teil hier gewinne, ich gucke mal gerade, was habe ich denn eigentlich für eine. Oh, ich habe ja eine richtig krüppelige Truppe. Das macht aber nichts. Wir gehen hier trotzdem mal rein. Also wenn ich hier jetzt gewinne mit diesem Account hier. Und auch dieses Event hier abschließe, das würde ich ganz gerne machen, dann ist es so, dass ich erstmal ein paar Mauerbrecher hier jetzt rein zwänge. Schaffen die das da? Was habe ich in der Clanburg? Ah, das passt, das passt. Und mit denen hier jetzt. Jetzt geht da keiner durch das Loch durch, ist mir unverständlich. Naja, gut. King nicht vergessen hier. Den King nicht vergessen. Und wo haben wir denn hier so die Masse an Truppen? Da haben wir so die Masse. Einmal die beiden noch reingesetzt. Und wenn ich also. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Jetzt habe ich total einen Faden verloren, Leute. Macht aber nichts. Wir haben hier jetzt ein bisschen geschafft hier gerade. So, das da, das da. Dann haben wir die Queen noch zum Zünden da. Und wir haben jetzt natürlich nur noch ein paar Bogenschützen. Da hinten ist die gegnerische Queen. Vielleicht schaffen wir hier noch ein Lägerchen oder so. Mal sehen. Da. Queen kann ich hier. Oh, die Queen. Wir bringen die Queen hier nochmal in Wallung und die ganzen kleinen Bogenschützen auch. Dann geht das sicherlich seinen Weg hier. Und der Alex hier ist auch ein Account. Den bringe ich auch noch nicht auf Rathaus 10. Der bleibt einfach so und deswegen ist der Zuwachs an Gems hier einfach nur da. Und der ist noch lange nicht am Ende. Das kommt noch dazu. Denn der kann noch Events im Nachtdorf machen, wo er ein paar Medaillen bekommt. Er kann noch Errungenschaften machen und, und. Das ist längst noch nicht vorbei. Aber der Kampf hier ist vorbei. Wir haben ihn gewonnen. Passt schon. Und ach so, jetzt weiß ich wieder, wo ich gewesen bin mit euch. Das heißt, wenn ich mit dem Alex dieses Event hier zu Ende spiele, das heißt also, ich hole mir zwei von den Ressource Potions oder zwei von diesen Potions hier, dann ist es so, dass die Sachen hier bei mir nicht mehr stacken. Das heißt also, ich bekomme dann nicht 7 von 5 Machttränken oder 7 von 5 Ressource Potions, sondern mir wird angeboten, dass ich diese hier leer machen kann, die beiden hier, also verkaufen, verkaufen oder halt nehmen. Oder aber ich bekomme das Ganze sofort in Gems ausgezahlt. Und das ist allerdings ein Update gewesen, das gab es nur, also das Update gab es für alle, aber gepublished, also bekannt gegeben, war das nur damals im englischen Client. Da müsst ihr bei Supercell in den Blog einmal reinschauen. Ich habe euch das unter dem Video mal verlinkt für die, die es nicht glauben. Guckt immer mal wieder in den englischen Client rein. Ich sage es ja immer wieder. Und ich bedanke mich aber für heute für euren Support. Das werdet ihr noch merken. Und vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, die Folge vom Tabby hier hat euch ganz gut gefallen. Ladet den Avatar gerne in euren Clan ein.
Channel abonnieren, Glocke aktivieren und ein Like da lassen. Vielen Dank, euer Toto. Clash.